Hallo und ein herzliches Willkommen zur F1 Mega Season. Wir sind diese Woche im Albert Park in Melbourne und das heißt früh aufstehen. 7 Uhr ist Rennstart. Ich werde mir wahrscheinlich die Vollvariante nehmen und am Nachmittag die Wiederholung angucken. Auch wenn ich dann wahrscheinlich schon von Social Media gespoilert bekomme, da wer gewonnen hat. Hier 5,2 Kilometer, 14 Kurven und seit dem Umbau letztes Jahr ist die Strecke einfach fahrbar geworden. Ich liebe sie. Sie gehört, ja, auf jeden Fall zu meinen Favoritenstrecken. Sie ist unfassbar toll, unfassbar schnell und dieses Jahr mit 4 DRS-Zonen auch, ja, ein Vorreiter. Letztes Jahr wollte man das ja schon machen, da war Alpine dagegen, wegen dem Proposing, aber jetzt sind wir da. Abonniert den Channel gern kostenlos, schaut gerne auf Instagram und auch gerne auf fitz_tobi auf TikTok vorbei. Da kommen noch Randinformationen, Fun Facts und Fakten und vieles mehr. Und jetzt geht's los, hier unsere Runde. Es stoppt oft, aber das ist nur, wenn man mit dem Auto auf dieses Graszeug da kommt, was in Wirklichkeit auch nicht so ist. Unsere schnelle Runde, wir sind natürlich auch wieder mit Lewis Hamilton unterwegs. Sorry, dass das Rennen in Saudi-Arabien nicht kam, zeitliche Probleme. Aber auch, ja, andere. Deswegen, ja, möchte ich auch versuchen, dieses Wochenende endlich beides zu bringen und dann auch wieder mit Audi durchzustarten. Wir kommen hier unfassbar gut durch. Ich bin richtiger großer Fan von dem Mittelsektor. Der macht richtig viel Spaß. Und wenn man die Zickzackkurve noch entschärft, also Turn 10, 11 oder was das ist, dann wäre die Strecke eigentlich perfekt. Ähnlich wie in Spanien jetzt. Also es gibt auch kaum in Spanien noch Kurven, die richtig kacke sind. Hier weit draußen gewesen. Aber das war auch eine meiner ersten Runden hier. Was sagt ihr zu Melbourne? Hier im Endsektor dann, auch hier links. Da ist echt immer wieder so ein bisschen tricky, hier durchzukommen. Letzte Kurve, auch echt schwierig mit dem Gas. Dann, ja, hier auch leichter Pendler. War noch gerade Anfang des Trainings und da weißt du auch, ja, es ist nicht so gut. Aber jetzt gehen wir mal in eine Onboard-schnelle Runde. Nur mit gelben Reifen, es war Trainingsrunde. Aber trotzdem, los geht's. Das war meine erste Runde auf dieser Strecke. Also erwartet euch jetzt nicht High Performance. Aber wir starten richtig durch. Los geht's. Turn 1, Frühbremsen. Ich würde mal sagen, hier circa. Rechts benutze ich immer gern das Gras als, ja, als Kurve. Weil das echt gut ist. Auch mit Traktionskontrolle Mittel kannst du da richtig gut durch drüber brettern. Eine Kurve, die auch entschärft wurde, ist diese Kurve hier. Macht jetzt richtig Spaß, ist auch easier zu fahren. Auch hier rechts, E-Sports-Linie, ein bisschen weiter rauskommen. Gott sei Dank hat man diesen fetten Sausage Cup rechts weggenommen. Dann geht's durch. Auch hier, diese Kurve wurde entschärft, die macht auch mehr Spaß. Ah, habe ich ein bisschen Gras genommen. Aber, das hat sich sehr komisch angehört. Ich bin ja, okay. Jetzt Mittelsektor, Full Speed, das wird alles nicht als Kurve gewertet. Das ist ähnlich wie Monaco Start und Ziel. Alles Full Speed, aber eben keine Kurve. Jetzt geht's los, eine tricky Kurve für alle Traktionskontrolle, Mittel- und Ausfahrer. Hier links fahre ich immer gern ein bisschen über den Körper, dass ich den mitnehmen kann. Aber genau das meine ich hier. Genau das meine ich hier. Noch einmal versuchen wir diese Kurve hier richtig zu fahren. Und hier, ja, ich fahre immer gern links ein bisschen mehr über den Körper, um eben dann rechts da Full Speed raus zu beschleunigen. Dadurch, ja, bleibst du eigentlich mit der Zeit ähnlich, aber ich habe da ein bisschen mehr Kontrolle über das Auto. So, da, auch die Spitzkurve hier. Früher war die echt tricky, jetzt ist sie eigentlich ziemlich easy. Und los geht's links, nur aufpassen, dass man nicht in den Kies kommt. Und das war schon, ja, die Kurve hier hat Verstappen letztes Jahr, glaube ich, hat sich hier oft verbremst. Und dann letzte Kurve hat man, glaube ich, nicht geändert. Die ist eigentlich so geblieben, wie sie war. Und das war eine Runde hier im Albert Park. Ja, 1.23 ist jetzt nicht so überragend, aber würde mal sagen, ist okay. Und jetzt sind wir im Qualifying zum großen Preis von Australien, hier im Albert Park. Man ist ja bis 1995 in Adelaide gefahren, auch eine coole Strecke, da gibt es auch viele Geschichten. Ich glaube, 94 wurde abgebrochen, weil es so stark geregnet hat, da hat sogar Senna mit Handzeichen wollte, dass da abgebrochen wird. Aber auch hier Melbourne im Albert Park wurde schon richtig Geschichte geschrieben. Ich erinnere mich da auch gerne zurück, wie das Rennen noch das Debütrennen war. Auch mit Alonso 2016 und Gutierrez. Das war echt sehr, sehr atemberaubend. Aber natürlich Gott sei Dank gut gegangen. Fernando fährt. Ja, dieses Jahr eine unfassbar tolle Season. Und ich denke mal, dass das echt gut werden kann. Jetzt sind wir hier in unserer ersten Qualifying-Runde. Q1 mit Lewis Hamilton. Sollten auch wir im Mercedes easy schaffen, denke ich mal. Der Mercedes sieht auch nach dem letzten Update in Jeddah sehr konkurrenzfähiger aus, würde ich mal sagen. Also man hat jetzt auf jeden Fall Ferrari wahrscheinlich hinter sich gelassen. Aber Training zu Australien
sah jetzt auch wieder Ferrari richtig stark aus. Die haben damit Fernando gekämpft und auch natürlich Max Verstappen darf man nie komplett außer Acht lassen. Aber jetzt erster Sektor gut durchgekommen. Sorry, da war ich kurz in der Pause und dann geht's zack hier. Oh ja, das war gut, das war sehr gut. Und hier durch. Ich fahre die Kurve gern so, das ist natürlich jetzt nicht ganz regelkonform, aber ja, die Kurve ist auch cool. Wir sind in der letzten Kurve. Ich möchte euch das zwar nicht vorenthalten, aber ich möchte euch auch nicht 100-mal die gleiche Runde zeigen. Meine Prediction kommt auf jeden Fall jetzt auch noch. Ich werde es gleich in Q2 ansprechen, wem ich das so auf den Top-Plätzen sehe. So, da. Also, erster Platz, ich glaube, das reicht sogar. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Ich habe so mit 5., 6. Okay, wir sind schon Zweiter. Aber ich gucke doch immer gerne, aber das war's, glaube ich, schon. Ja, dritter Platz ist okay. Eine Zehntel zu Max, das ist auch sehr gut. Man bedenke auch die Track Evolution. Also, da ist noch alles drin. Ich denke mal, Pole Position werden wir heute auf jeden Fall kämpfen können. Ob wir sie holen, ist eine ganz andere Frage. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Auch unser Teamkollege, 8. Platz, sehr gut, Georgi. Salah, und es geht ins Q2 und ja, wir werden nicht versuchen, mit Gelb oder so zu fahren, das ist mir einfach zu Harakiri. Probiert ihr eigentlich Q1, wenn ihr wisst, dass ihr heute ein bisschen besser ist, mit Gelb zu fahren? Also ich würde das, glaube ich, keinem empfehlen. Das ist echt sehr, sehr tricky. Und los geht's hier, und jetzt kommt noch meine Prediction. Ich würde mal sagen, die Aston Martin sehen unfassbar stark aus, aber wir kennen auch die Pace der Red Bull und ich denke mal, ein Fernando Alonso muss sich wieder mit dem dritten Platz begnügen. Auch wenn ich ihm den Sieg gönnen würde, muss man schon hoffen, dass ein Verstappen irgendwie crasht, ausscheidet, irgendwie Schäden hat oder so, dass Alonso dann, muss man denke ich mal sagen, dass die Red Bull, muss man immer noch dem Red Bull zusagen, dass sie eine unheimliche Pace haben. Auch was Rennpace angeht, die ist wirklich, kaum zu schlagen. Also die waren da echt in der eigenen Liga, im Bahrain, aber auch in Saudi-Arabien. Deswegen denke ich mal, dass sich die Red Bull-Jungs das wieder, unter sich ausmachen werden. Wobei ich natürlich auch wieder sehe, dass Verstappen da klar die Nase vorn haben wird vor Perez. Und dahinter, wird es interessant werden, Leclerc oder Alonso. Ich bin da eher auf Seiten von Alonso. Der hat den Biss. Der Mann ist über 40 und ist so motiviert bis in die letzte Zehenspitze. Also wirklich, ich traue ihm alles zu. Also wenn da vorne irgendwas passiert, ich denke mal, gerade wenn Verstappen irgendwie einen Fehler hat, ausscheidet, irgendeinen Defekt hat, dann wird Alonso alles machen, um Perez zu holen, weil er weiß, dass Perez eben nicht so stark ist wie Verstappen. Also sehe ich da klar, Verstappen vorne. Gut, ich gehe auf ein Risiko. Alonso auf 2, Perez auf 3. Das war unsere, eher Semi-Runde. 1:21.8. Hab da noch... Oh mein Gott, der Unterboden ist auch tot. Seien Sie gerade aus der Box gekommen. Ich weiß nicht genau, warum er jetzt hier so Druck macht. Ich habe noch eine Runde draufgelegt. Das werdet ihr auch sehen. Ich werde noch eine Runde drauflegen. Ich habe versucht, mit dem ersten Satz nochmal zu fahren, aber da bin ich wirklich dran gescheitert. Ich war 4 Zehntel langsamer und fast eine Sekunde als mein Teamkollege. Also man kann wirklich nur einen Run, da muss wirklich schon sehr, sehr clean fahren und eine echt gute Strecke haben. Ich habe mich mit der zweiten Runde nochmal auf dem dritten Platz vorgearbeitet. Wieder eine knappe Zehntel Rückstand, aber jetzt wird es interessant. Jetzt geht's ins Qualifying 3. Wir müssen gucken, wie wir uns da durcharbeiten. Ich traue mir zu, dass uns die Pole drin ist. Aber da muss auf jeden Fall noch mehr her. Da muss noch das Fünkchen. Wirklich, diese eine Zehntel müssen wir noch irgendwo finden, um dann auch sagen zu können, wir haben die Pole Position. Aber jetzt warten wir mal noch kurz ab. Ich habe noch überlegt, wie wir das Ganze machen, ob wir vielleicht noch 2 Runs fahren, aber mir ist das einfach zu unnötig. Also man hat kaum eine Track Evolution von Run 1 auf Run 2. Also ich fahre doch immer gern nur einen Run und den fahre ich irgendwie in der Mitte, so bei 9 Minuten oder so. Reifen noch kurz aufwärmen, abbremsen, weil ich sehe, da fährt ein Alpine vor mir. Aber nicht zu viel abbremsen, weil wenn man auf der Runde ein bisschen was aufholt,
kann man natürlich auch auf manchen Stellen auf ein bisschen Tow hoffen. Also so ein Windschattenchen wäre schon ziemlich cool, wenn wir da noch was erhaschen. 1-2 Zehntel brauchen wir ja nur. Also der ist auch nicht weit weg, der Alpine. Der ist nur, ja, gerade, ja, vielleicht so 200-400 Meter weg. Also das kann man schon aufholen auf einer Runde. So, da, runter geht's hier, runter bremsen, runter schalten. Auch gut durchgekommen, clean bis jetzt. Ah, Ticken zu spät, da geht's zu weit raus. Das war eher semi, aber wie gesagt, ich fahre auch immer nur einen Run. So, da, wo bleibt die Uhr stehen? Sie bleibt mal bei Lila stehen, aber ich glaube, ein Verstappen zum Beispiel ist hinter mir. Also das ist natürlich jetzt kein Garantie, dass wir hier auch Lila im Ende haben. Ein Max Verstappen hat, der ist schon durch mit der Runde, 1:20:1, das heißt, wir haben trotz des Ausrutschers Lila auch in Sektor 2. Jetzt wird es interessant, Leute, gut durchgekommen, clean, kein Pendler, sehr sauber und so möchte ich auch perfekt durchkommen im besten Fall. Also mit dem Tow wird es nichts, also der Alpine fährt mir leider ein bisschen davon, da vorne ist er schon in die Kurve eingebogen, das wird nichts. Also vielleicht wäre es in der nächsten Runde gegangen. Ja, aber jetzt leider nicht. So, da, letzte Kurve, da waren wir ein Ticken zu früh auf der Bremse. Das war auch nicht zu semi, weil in der letzten Kurve hatten wir einen leichten Quersteher. Wo bleibt die Uhr stehen für uns, Leute? Sie bleibt auf dem mit einer 1:19:7 auf dem aktuell ersten Platz stehen. Mal gucken, wo sie ganz zum Schluss stehen bleibt. Also ich wäre schon zufrieden mit der Pole. Es war eine saubere Runde. 1-2 Zehntel wären noch gegangen, aber ich denke mal, das war schon eine echt Hammerrunde von uns hier. Was sagt ihr? Lila haben wir zwar im zweiten Sektor nicht, dafür im ersten und dritten. Im zweiten fehlen uns da ein paar Tausendstel auf Checo. Das ist wirklich nix. Und Max Verstappen hier leider nur der zweitbeste Red Bull. Aber mal gucken. Jeder hat noch einen zweiten Run gefahren, außer wir. Und es ist Doppel-Power-Position. Leider wir nur Zweiter. Aber George Russell mit 68.000stel hinter uns und ein Checo Perez, der nur von 5 starten wird. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Rennen. Also falls ihr da schon mal Hype drauf seid, abonniert gerne. Morgen wird es auf jeden Fall wild. Lasst doch gerne Däumchen oben da und schaut auch gerne auf Instagram. Und vor allem auch gerne auf einem TikTok-Account ins_Tobi vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken, bis morgen oder später und ciao.